Ey, komm, lass doch jetzt einen Witz. Ich liebe es, wenn Mobs in der Wand stehen. Bist du noch da? Ich bin noch da. Aber es geht schon besser. Definitiv als gerade eben. Ja, das stimmt. Oh Mann. Ui, heute ist wieder großer Invite-Tag. Ja, große, große Einwanderung wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich hier wirklich so flüssiges Spielen gerade. Das müsste jetzt ja auch mal flüssig übertragen werden. Es kann ja nicht sein, dass der Stream dauernd so ruckelt. Alter! Wie kann man denn so behindert sein und alles pullen? Boah, gibt's da nicht. So. Bist du noch da oder redest du einfach nur nicht mehr? Ich habe nur einfach gerade nicht geredet. Oh, okay. Wie sieht's mit dem Schaden aus? Was denkst du wohl? Keine Ahnung, sag's mir. Du bist natürlich auf dem ersten Platz. So natürlich ist es nicht. 1100 DPS. Die anderen so bei 500 bis 298. Und der andere Schurke hat 32,2 DPS. Aber jetzt halt auch nur bei der einen Gruppe jetzt hier eben. Okay. Naja. Was zur Hölle? Hallo? Hallo, Rasenmäher aufmachen. Hallo? Hallo, mach mal den Rasenmäher aus. Kevin. Alter, mach mal den Rasenmäher aus. Hm, was? Du sollst den Rasenmäher ausmachen. Den, ja, meine Mutter saugt, kann ich auch nichts machen. Ich mute mich mal so lang. Dankeschön. Oh.
können wir erstmal rausziehen, haben wir ein bisschen mehr Platz. Ist doch viel angenehmer, hier zu fallen. Huh? What the? Hauchzarte Amschi. What the? Ah, ausweichen! Kette, Kette, Kette. Es könnte ja auch mal Leder droppen. Woo! Eine rechtschaffende Kugel. Mensch. So, ich wollte weiter. Ah, 4, 5. Macht der Schurke so viel mehr Schaden? Ja, der geht gerade übelst auf. 485 DPS. Und du hast 202. Magier 300 und der andere Schurke 200. Mach mal Bedarf auf die Schulter. Oder mal raus teleportieren. Ah, hab schon. Ah, stark! Windows-Taste! Skype! So. Schießstoß. G-Burst. 48 schon. Ja. Muss ich da mal vorangehen? Oder was? Ja. Kann so weitergehen. Ja. Dann meld mal an. Bekomme ich langsam so etwas wie Hunger. So was soll es geben. Nahkampf gehen und ich heile damit. Juhu! Lohnt sich das? Blackout tritt. Einsatz, erhaltet ihr den Effekt Schlangeneifer, der eure verletzten Verbündeten in der Nähe um 25%. Das ist doch, dass du über Schaden heilst. Ja, da gibt es ja drei Möglichkeiten. Wandernebel, Kranich tritt und Blackout tritt. Ah ja. Ja. Ob sich das lohnt, musst du testen. Hast du jetzt gerade die Statue bekommen, oder was? Mm-mm. Lehren des Klosters. Dass es sich halt lohnt, einzusetzen. Okay. Tigerklaue halt jetzt immer. Tigerklaue immer aufrechthalten. Hast du das Zeile auch immer gemacht? Tigerkralle aufrecht gehalten? Nö. Nee. Wisst auch nicht wofür. Ja, der wallende Nebel kostet dann keinen Mana mehr, wenn er auf 5 hochgesteckt ist. Also wenn
der Effekt auf 5 hochgesteckt ist. Ja, dann haben die das geändert. So kenne ich das noch gar nicht. Weil da steht, nach Einsatz von Tigerklau erhaltet ihr den Effekt lebensspendender Nebel, der die Zauberzeit und die Mana-Kosten eures nächsten Wirkens von wallender Nebel um 20% verringert, hält 30 Sekunden lang an und ist bis zu 5-mal stapelbar. Aha, na nett. Heißt das jetzt, ich müsste Tigerklaue 5-mal machen, damit es auf 100% ist? Oder? Ja. Na toll, das lohnt sich ja nicht. Hey! Hau mal rein, Tiger. Erstmal Quest annehmen, ne? So drüber. Sag mir einfach, wie viel Schaden ich von denen krieg, dann weiß ich, was ich bei denen für Styles machen kann. Oh, das kommt schon an. Halt ja kaum. Was? Diese Nahkampf, durch die Nahkampfangriffe. Nee, du machst ja auch kaum Schaden. Hm? Na gut, die hauen jetzt schon eher so. Nehmen die auch mehr. Schlangeneifer. Also ich mache jetzt bei dem Schlangeneifer kommt jetzt ja nur auf das auf den Blackout-Tritt an oder jeder Melee-Schaden, den ich halt mache, wird 50%. Geht doch da. Halt verletzt in der Nähe um 50% des verursachten. Ach, der automatischen Angriffe, okay. Das heißt, ich muss eigentlich immer automatische Angriffe machen, aber so wirklich lässt sich das halt immer umsetzen. Mit der Statue machst du dann nicht nur Auto-Hit-Schaden, sondern alle deine Styles heilen. Und mit dem kannst du noch zusätzlich den Auto-Hit-Schaden erhöhen. Heilung erhöhen. Achso. Wann kriegst du deine Statue? Moment, gucken. Das ist eine Station, glaube der Schlange. Auf Level 70. Ja. Also mit anderen Worten, das dauert noch. In der Tat. Naja, was soll's. So, komm hier, Scarabius, fall um. Also das mit der Tigerklaue, das lohnt sich ja echt nur sehr, sehr, sehr. Ja, dass du das auf 5 hoch. Ich hab's mal auf 5, eben auf 5 hoch gesteckt, aber so lohnt sich das nicht. Sagte ich doch. Ja, ich probier's ja auch nur mal aus. G-Burst. Ich dachte, dass der Agro hat. Ich esse hier gemütlich und du sagst nicht mal was.